ist es halt okay, wir müssen uns halt erstmal anpassen an das, dass das Leben uns stärkt, dass wir eben die Kräfte, ja, dass wir etwas Kräfte im Rücken haben, die uns schieben, die uns unterstützen. Ja, aber das ist nicht gleich, dass wir das dann auch gleich super schön finden, sondern das ist etwas, wird in uns umgebaut und justiert sich neu und es ist nicht gleich sichtbar, ja, wie wir uns danach aufstellen, wie wir danach aufgestellt sind. Aber eine Intelligenz in uns, mit der wir ja umso mehr verbunden sind, umso regulierter wir sind, umso mehr wir in eben solche Räume wie das Jenseits immer wieder eintauchen, natürlich sehr verkörpert. Deswegen verbinde ich das immer mit Körperarbeiten. Das ist jetzt nicht so eine Meditationsreise, wo man völlig entkörpert irgendwie wegzoomt, ja, sondern wirklich, ja, ich arbeite ja immer sehr mit den Kräften. Ja, wir aktivieren immer unsere Kräfte, wir aktivieren immer unseren Körper, dass wir unsere Muskeln spüren, dass wir sehr hier sind und im Hier und Jetzt dem Jenseits begegnen, ja, also der noch größeren Version von uns. Und das ist dann aber eben, ja, dieses Umräumen, dieses sich neu verankern, also auch neu verbinden in uns, das sind halt so Übergangszeiten und dann irgendwann, ja, blüht's auf und hier ist dein Kongress und irgendwann werde ich mich auch in diesem Zimmer so wohlfühlen, als wäre das schon immer so gewesen. Aber ja, es braucht diese Bereitschaft, über diese Hubbelstraße zu gehen.